Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Imperium Galactic Survival Alpha 1. Ja, danke Christoph. Er hat mir nämlich die Möglichkeit gegeben, dass wir das Ganze hier jetzt schon zeigen können. Und wenn ich wir sage, dann wisst ihr auch, wer dabei ist, nämlich das Omega. Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Hallöchen, Abo. Ja, und ihr hört es schon. Es hat sich ein wenig was verändert. Hört mal hin. Und ihr seht es noch nicht, aber das zeigen wir jetzt einmal gemeinsam. Omme und ich, wir haben jetzt quasi das gleiche Bild. Und Omme, ich würde mal sagen, mit 3, 2, 1 gehen wir langsam nach oben. Gut, 3, 2, 1. Und yeah. So muss das sein. Es hat sich unheimlich viel verändert. Einmal die komplette Landschaft, die jetzt auf dem Planeten wohl, ich war noch nicht auf einem Planeten, Christoph sagte auch, hat er mir eben noch mal kurz rüber geschrieben, wir sollten das im Kreativ erstmal testen. Nein, der Abonnacho macht sowas nicht. Der testet nicht im Kreativ. Ist das so? Cool. Ich komme mir ein bisschen vor wie in einem anderen Spiel mit den ganzen gelben Blumen hier. Ja, also das sieht wirklich, wenn da vorne jetzt nicht gerade der Saurier bzw. der Alien vorbeilaufen würde, dann würde man denken, das ist nicht Empyrean. Ja. Das ist richtig nice. Und, ich habe schon Promethium gefunden. Sehr schön. Ich suche dich jetzt mal einmal. Ich laufe mal einmal zu dir rüber und dann müssen wir natürlich wieder Eisen finden. Das stimmt. Das ist ja ganz wichtig. Wo ist er dann? Ich suche dich jetzt erstmal. Ah, da läufst du da unter den Bäumen hindurch. Ja. Das ist ein Pilz. Da ist er. Guck mal. Hi. Oh, na? Mein Helm abnehmen. Ja, genau. So, also die größten Änderungen, die seht ihr zu dem Ganzen, was alles noch kommt. Das ist eine riesige Liste. Ich finde die Geräusche so Hammer. Ich habe hier was gelesen in dieser Future List. Also zunächst mal, stimmt, wann kommt es raus? Das haben wir noch gar nicht gesagt. Ja, heute noch nicht. Also, voraussichtlich am 15. April. Ich hoffe. So hat er es mir geschrieben. Ja. Und es wird wahrscheinlich dann auch noch die ein oder andere Änderung geben. Die sind immer noch mit Bugfixes und so weiter beschäftigt, steht in der Mail mit drin. Und strukturelle Integrität soll es wohl. Was ist das denn? Okay. Ein dicker Pilz. Das ist Plasma ZR1. Oh. Ups. Okay. Also strukturelle. Ja, strukturelle Integrität soll es geben. Lass uns mal irgendwo hinlaufen, wo wir vielleicht sogar Eisen finden. Wie sieht das denn jetzt mit der Map aus? Jetzt muss ich mal gucken. Boah, der Planet hat sich auch schön geändert. Alter Schwede. Mach mal die Map auf. Ja, das geil. Das ist ja so ein Hammer. Richtig schön, wollen die Berge sieht man raus, ne? Ja. Wollen wir direkt mal Richtung Wasser? Vielleicht diesen kleinen See da unten? Mhm. Ja. Quasi ein bisschen nach unten laufen? Wäre dann diese Richtung. Sicher? Andere Richtung. Diese Richtung. Dann müssen wir über den Berg. Noch ein bisschen. In diese Richtung auch mal. Entschuldige bitte. Ich bin halt so planlos. Das hat sich noch nicht geändert. Der planlose Omega. Ja, das sieht hier sowas von geil aus. Ja. Also strukturelle Integrität so als zu den Haupteigenschaften. Ich habe mir das jetzt auf Google übersetzt. Also ich habe hier das auf Deutsch von Google Übersetzung. Es gibt ein PDA. Das Omega weißt du auch noch gar nicht. Das habe ich dir nämlich noch gar nicht erzählt. Ich habe ja heute auch erstmal nur ganz kurz reingeguckt. Und zwar, wenn du mal dein Inventar aufmachst, dann siehst du den Technikbaum, die Fraktionen und ein PDA. Und bei dem PDA, da könnt ihr die ganzen Basics lernen. Für alle, die es noch nicht können. Das heißt, das Kapitel, das wird aktiviert und dann geht ihr das quasi nach und nach durch. Und die kleinen Bilder daneben dran sind geil. Richtig schön beschrieben auch hier alles. Ja. Ich finde das absolut genial, dass auch jetzt mittlerweile sowas mit drin ist. Guck mal hier runter in das kleine Tal. Sieht cool aus. Absolut. Dann das Lackiersystem hat sich komplett geändert. Da kann man jetzt auch texturieren. Wie das mit dem Lackieren funktioniert, das weiß ich noch nicht. Ich habe über Kreativ, habe ich mal versucht. Ich habe mein Schildi dazu geholt und da habe ich schon gesehen, okay, die Farben passen nicht mehr. Da werde ich was ändern. Du bist runtergefallen, ne? Ja, ein bisschen. Bisschen geplackt. Ja, da werde ich was ändern müssen. Hammer, ne? Absolut. Das ist geil.
Eisen, du wolltest doch Eisen haben. Mhm, da müssen wir, in die Richtung müssen wir auch hin. Und das ist ja auch da vorne, das ist super. Oh, ich bin wieder außer Atem. Und da ist auch direkt, okay, die Knarre direkt erstmal schon mal drin. Ich habe jetzt auch noch gar nichts reinsortiert bei mir, muss ich auch erstmal noch alle machen. Es gibt Zement und Holz im Spiel, Holzerntemaschine gibt es. Und hast du nicht gesehen? Das zeigen wir alles noch. Das ist so ein Hammer. Wir wollen versuchen, diese Woche jeden Tag eine Folge zu machen. Damit ihr schon mal richtig viel sehen könnt. Was es immer noch gibt, sind die Würstchen. Aber wenn man die aberntet, bleibt unten immer so ein kleiner Rest. Also die Dinger verschwinden jetzt nicht ganz. Und dann sieht man nämlich, wo das wieder nachwächst. Ist auch ganz da, cool. Das ist natürlich auch gut, wenn das nicht einfach nur so wild spawnt, sondern wenn das... Oh, da sind zwei Drohnen. Ja, pass auf. Und die sehen auch ganz anders aus. Alter Schwede. Ich hatte die Bilder schon mal gesehen in der Ankündigung. Ich bin hinter dir. Ich lass mich ja nicht abschießen von denen, weißt du? Also, die guck dir das mal an. Die gehen im Sturzflug, gehen die runter. Ja, wahrscheinlich, weil die dich riechen. Die riechen dann. Dann müsste man sich jetzt bei der Bäume, ihr seht's, ich bin gerade mal vor so einem Baum vorgelaufen, die müssten ja dann jetzt eigentlich auch Schutz bieten. Bäume? Ja. Also einmal Sichtschutz. Wie hoch das Gras hier ist. Da ist eine Waffenfabrik, deswegen. Ja. Und die Drohne schießt schon auf irgendjemanden. Auf dich. Lass uns mal. Du bist immer noch bei mir? Oh ja. Oh, die schießen auf den Baum und der geht kaputt. Guck mal, an dem Baum liegen die Blätter. Hier ist ein neuer Alien, aber der wollte mir nichts tun. Der macht nur. Oh. Du solltest mir jetzt gleich eventuell mal helfen. Eine bin ich schon am Abschießen. Und von der anderen werde ich gerade beschossen. Ja, wenn du natürlich die Waffenfabrik gleich looten willst. Will ich ja gar nicht. Ich wollte einfach nur... Oh, die sieht mich nicht. Wie geil ist das denn? Die hat mich nicht gesehen, das alte Mistvieh. Das ist auch mal sehr schön. Oh, wie fliegt denn jetzt die? Jetzt muss ich nachladen. Hammer. Hast du gesehen, wie die fliegt? Ja. Jetzt nicht mehr. Die hat sich gedreht. Bam. So. Ja, da ist mal. Noch ein Truppentransport. Ja, da wollen wir aber nicht hin. Wir wollen ja jetzt nur zum Eisenlager eigentlich. Hast du die andere Drohne auch gelootet? Ja, habe ich schon bereit. Der geht leider immer noch sehr stark, wenn er rüberfliegt. Sehr laggy. Oh, der landet. Der ist gelandet hinter uns. Aber guck mal bitte einmal zu mir. Ich habe ein bisschen Angst, weil der gelandet ist. Da sind Aliens ausgestiegen. Ich weiß. Guck mal bitte einmal zu mir. Wo bist du denn? Ich soll zu dir? Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Doch. Bist du Nummer. Da bist du. Siehst du den hier? Was ist das für eine? Also wenn ich auf den schießen würde, wird er mir wahrscheinlich was tun. Hammer, oder? Der sieht geil aus. Oh, die Geräusche. Digga, was wird das für ein geiles Spiel noch werden? Absolut, absolut. Also es vor allen Dingen... So, jetzt komm, jetzt lass uns zum Eisenlager gehen. Das ist ja hier drüben. Ich komme ja aus dem Staunen gar nicht raus. Das ist die Waffenfabrik, ne, die schießt. Ja. Ja, das wird so nix, ne? Nee, wir müssen ein anderes Eisenlager finden. Lass uns gehen. Das schießt ja immer noch. Ah. Aber die treffen mich nicht mehr so gut. Ja, mich aber. Bin tot. Du bist jetzt schon tot? Ja klar. Kennst mich doch. Scheiße. Verdammt. Dann bleibe ich jetzt mal hier in der Nähe, weil sonst... Also ganz kurz seht ihr die Sterbesequenz. Man kann aktuellen Standort oder kompletter Neustart. Das hat sich auch ein bisschen verändert hier nochmal. Sieht ein bisschen schicker aus. Aber ich gehe auf diesen Standort nochmal raus. Ja, und du kannst deinen Rucksack jetzt statt auf 50 Meter auf 500 Meter sehen. Ja, und du hast ein Fähnchen dafür auf der Map. Mhm. Ja. So, dann würde ich mal sagen, ganz schnell Rucksack looten und dann ganz schnell zu mir kommen. Ich muss gucken, wo der ist. Du siehst ihn doch. Da, da ist er. Die schießen ja immer noch, die Viecher. Okay, also. Bitte. Hast du? Ja, komm, hast du gelootet? Ja, ja. Wir suchen einmal auf dem Map nach einem neuen Eisenerzlager. Ja, natürlich doof, dass das jetzt direkt... Guck mal hier. Ach, guck mal. Wir haben hier unsere Dinos. Ja, die haben aber neue Texturen irgendwie, oder? Mhm. Die sehen schicker aus. Aber die habe ich schon vermisst. Ich überlege, welches Thumbnail ich nehme dafür. Ich weiß schon welches. Warte mal später. Ja. Dann lass uns doch mal... Wir gehen einfach die Richtung mal weiter, mal gucken, oder?
Ja, zwangsläufig. Ne? Ja, wir müssen irgendwie ja Richtung Wasser. Ich glaube, die Richtung ist gut. Ich glaube, die Richtung. Ja, wir müssten aber so einen leichten Bogen rechts rüber machen. Wir müssen irgendwie zum Wasser. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was uns hier in der Nacht erwartet. Weil nachts haben wir ja immer so die Terrorviecher gehabt, die angekommen sind. Ja. Das Magnesium-Erster, das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Die Aliens übrigens, die sollen biomabhängig sein. Opfer. Mhm. Na, also am Strand hast du andere als eben mitten in einer, ja, mitten im Wald, beziehungsweise hier mitten auf der Wiese, das sieht man ja auch schon. Hier sind eine Menge von den Sauriern gewesen. Also allein grafisch ist das Spiel jetzt gerade mal echt der Hammer, weil es so eine komplett neue Ecke ist. Das ist super. So, was gibt's denn noch? Achso, von wegen dem Lackieren, da war ich ja eben stehen geblieben. Texturieren könnt ihr jetzt, das ist auch sehr nice. Ah, das ist sehr schön, du hast noch ein Eisenerz entdeckt. Da drüben, links. Mhm, gehen wir da rein und tun uns erstmal ein bisschen Eisen. Ja. Die Blöcke herzustellen, da wählt man jetzt wohl, also man hat so die Grundform, wo man also jetzt wesentlich weniger sieht, ich habe mich erst erschrocken, aber da steht wohl drin, dass man die jetzt mit der rechten Maustaste draufklickt, das zeigen wir dann, und über die dann Form und so weiter auswählt. Wie weit sich das auch phänomenal jetzt mit den ganzen Bäumen da hinten. Hm. Dann, ja, wie gesagt, es gibt so enorm viele Sachen. Eigentlich müsste man da echt ein eigenes Video für machen. Was ein geiles Bio. Genau, die Rotation funktioniert jetzt ein bisschen anders. Das heißt, ihr habt eine, also ihr tut nicht mehr den Block jetzt direkt drehen, sondern ihr habt ja insgesamt 6 Tasten für die Rotation gehabt. Jeweils 3, die, wo ihr dann mit den anderen 3 Tasten die Richtung wechseln konntet. Und jetzt läuft das so, dass man eben bei der Rotation erstmal eine Achse angezeigt kriegt und die dreht man. Und dann mit einer anderen Taste dreht man den Block selber. Da bin ich wieder gefragt, meine Tastatur wieder einzustellen. Ne? Ja, also das stimmt. Siehst du, habe ich dir eben gesagt, du hast gesagt, du hast nichts umgestellt, aber die Rotationstasten sind ja nie besetzt gewesen. Guck mal nach oben auf den Planeten oder beziehungsweise auf den Mond. Mhm. Nee, das dürfte ein Planet sein, ne? Haben wir da oben? Hier da vorne? Ja, also für den Mond ist es ein bisschen groß, finde ich. Bin mal gespannt. Prometheus. Und noch ein Prometheus, sehr schön. Die Sonne geht gleich unter. Ja. Aber wir sind jetzt... Wow. Und wir haben hier gleich Wasser an der Seite, das ist auch sehr schön. Mhm. Also ich bin jetzt hier beim Eisenlager. Darauf, Verdampfer. Und gib ihm, oder? Ja, ich würde aber sagen, wir stellen hier, stelle ich jetzt mal meinen, nee, ich stelle meinen Kontakt jetzt mal direkt ans Wasser. Wasser? Mhm. Ich stelle mal kurz hier meinen Kontakt ans Wasser. Ah, oh, Wahnsinn, du musst mal hier ans Wasser rüberkommen, was du da weit gucken kannst und vor allen Dingen, wie das aussieht. Das ist ein Hammer. Ich habe schon mal rübergelunzt. Ah, Slimy ist auch hier. Oh, mein schöner, einäugiger Willi. Mhm. Hi. So, wo habe ich denn jetzt den Konstruktor? Der Sand ist auch cool. Mhm. Ein Steuergerät haben wir jetzt dabei. 4 Stück. Ach, die habe ich gelootet. Die haben eine andere... Genau, die Steuergeräte haben auch eine andere Textur gekriegt. Also viele Sachen, die hier neue Texturen haben. Kettensäge gibt es, genau. Das ist auch neu. Bohrer T2 gibt es. Ach, du hast schon eine Kettensäge, um Bäume zu fällen halt, ne? Ja, krass, hä? Das heißt, es kann sein, dass wir gar kein Eisen brauchen, um eine Basis aufzustellen. Das sollten wir direkt als erstes mal probieren. Jetzt muss ich aber erstmal meinen Konstruktor finden. Willst du deinen so hier hinstellen? Ja. Oder stellen wir beide hier hin? Ich würde sagen, wir stellen beide schon hier hin. Aber eben nicht direkt an den Strand, weil... Oh doch, warum eigentlich nicht? Also ich stelle meinen jetzt einfach mal hier hin. So. Da siehst du schon, der hat eine komplett neue Textur gekriegt. Und jetzt schmeiße ich einfach mal wild hier alles rein, was ich hier habe. Zack, guck mal hier. So, und da sehen wir schon meinen ersten Fail. Guck mal in dein Inventar. Ja. Nee, doch kein Fail. Ich habe die die Barren erst gar nicht gesehen. Verbarren, okay. Und so sind da drin. Ja, sind doch drin.
So, jetzt kann ich mal die ganzen Kram hier reinschmeißen. Das heißt, da ist ja auch eine Kettenregel. Biokraftstoff habe ich dabei. Ja, wofür der ist, ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht einmal. Das werden wir. Aber ich nehme mal, der wird für die Kettensäge oder so sein. Wahnsinnig. Dass man dafür den Biokraftstoff braucht. So, ich werde jetzt erstmal diese Medi-Pflanzen mal hier schnacken. Mhm. Nach dem Sterben habe ich ja wieder nur halbe Energie. Ja, und ich sehe gerade, es ist tatsächlich so, der Biokraftstoff wird für die Kettensäge gebraucht. Richtig. So, den Terrainverdampfer da wieder hin. Und den Rest, den schmeiße ich dann jetzt gleich einfach mal. Überleg, wo ich mal, ob ich mal hier mein Arbeitslicht hinstelle. Ja, das werde ich definitiv auch tun, damit wir die Sachen wieder finden. Was mache ich denn jetzt hier? Achso, ich auch. Ja, stell einfach irgendwo hin. Schön angeleuchtet. Ja, das ist gut so. So. Ich will jetzt mal die Kettensäge ausprobieren. Ach, die falsche Taste. Tabulator-Taste. Ich habe jetzt hier erstmal den ganzen Kram soweit reingeschmissen. Und, ups. So, jetzt sieht er das hier auch direkt schon, warum habt ihr das wahrscheinlich schon gesehen, mit dem Rotation. Also, ihr dreht die Rotationsachse und mit einer anderen Taste dreht ihr dann das Ding. Und wenn ich jetzt die Rotationsachse einfach mal umstelle, dann dreht sich das eben anders. Finde ich insofern ganz praktisch, weil man da nicht mehr so durcheinander kommt. Ich bin ja immer so gern durcheinander gekommen mit den Dingern. Ja. Ich habe den jetzt auch angeleuchtet. Ich probiere mal einen Baum zu fällen. Mhm, ich würde gerade sagen, die Kettensäge sieht aber lustig aus. Ja. Bisschen wie ein großer Zahnstocher. So, wie so ein, kennst du ja bestimmt, ne? Wie die Haie. Okay. Die arbeitet, aber ich krieg nichts raus aus dem Baum. Du kriegst nichts raus? Oh, jetzt ist er weg. 5 Holz gedroppt. Ach, okay. Ich und mein Tabulator. 5 Holzstämme hab ich raus. Ja. Ja, das ist eine Geschichte, wo sie dann, denke ich mal, im späteren auch noch Animationen und sowas einfügen werden, denke ich mal. Ist natürlich jetzt insofern, würde ich es schöner finden, wenn man dann auch wieder Bäume anpflanzen könnte. Und man kriegt unterschiedlich viel raus. Ich hatte 4 und jetzt habe ich 5 rausgekriegt. Natürlich richtig und nice. Und der morsche, dünne Baum, der hier manchmal steht, ohne Blätter, der bringt gar nichts. Na sowas. Hat gar nichts gebracht. Wie sieht's denn bei dir mit Hunger aus? Ich werde gleich wahrscheinlich was brauchen, ja, weil ich da jetzt überhaupt nicht dran gedacht habe an den Kram. Das hatte ich dann früher mal auf der Tab-Taste. Ich bin gerade am gucken von wegen der Freischaltung. Die Bauteile, die tut man gar nicht mehr freischalten. Das heißt, dann sprinte ich jetzt nochmal kurz zum... Oh, unsere Konstruktor, sehe ich gerade, werden mittlerweile auch auf der Map angezeigt. Sehr gut. Kann man ja nicht mehr verlieren. Da wandere ich jetzt nochmal hin und guck mal, was ich mit dem Holz machen kann. Ich überlege, ob ich mal runter ins Eisenlager gehe. Ja, das werden wir gleich auch tun. Das ist ja ganz gut für die Nacht. Wer weiß, was uns hier heute Nacht erwartet. Das weiß ich nämlich jetzt noch nicht. So, jetzt kann ich mir Holzplatten herstellen aus den Holzstämmen. Das machen wir doch einfach mal. So. Mal gucken, wie viel ich denn... Du hast erfolgreich Starteproduktion erledigt. Oder Startproduktion erledigt. Na, wie schön. Das mag ich doch, wenn ich erfolgreich bin. Und in der Zeit, wo der es macht, was haben wir denn? Ach, es gibt so unheimlich viel. Ja, Individualisierung für die Gebäude natürlich. Von wegen, die Blöcke, die können jetzt an jeder Seite einzeln farbig bzw. texturiert werden. So, mit den Farben weiß ich, wie gesagt, noch nicht, wie das funktioniert. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Es gibt ein neues Farbe- und Lacksystem. So, und die Lackierpistole gibt es immer noch und dann gibt es eine Texturierpistole. Die ist auch lustig. Und mal das erste Eisen schon mal hier raus. Oh, hat mich das Vieh jetzt hier erschreckt. Riesigen Schatten.
Ja, stehen 31 Farben aus dem neuen Farbtool zur Verfügung, steht hier. Alle 3D-Modelle sind einfärbbar. Und das ist auch super. Das heißt auch die Cockpits, die Triebwerke, alles. Und das finde ich auch mal super. Und das sind so, ja, Individualisierungsgeschichten. Dann gibt es halt einen ersten Satz von Texturen und der ist schon gar nicht mal so klein. Oh, das Holz, das dauert aber, alter Schwede. Was denn? Da kommt ja richtig viel Holz raus. Ich habe jetzt schon 240 Holzplatten aus denen. Und der ist noch am Arbeiten. Aus den Baumstämmen? Ah jo, und ich habe noch 2 Baumstämme. Das heißt, 300 Stück werden sein bei, 320 bei 9. Die Animation beim Abbauen ist auch noch ein bisschen anders geworden. Okay. Und so kleine Funkensprühe raus. Mhm. Aber ich sehe gerade was, also ich werde ja gleich auf jeden Fall mal einmal was gucken müssen, glaube ich. Okay. So. Was kann ich denn dann jetzt mit dem Holzplatten machen? Dann müssen wir jetzt mal gucken. So, die habe ich halt jetzt hier drin. Und wenn ich jetzt auf die Blöcke gehe? Wenn es Futonbett vielleicht. Nee, ich kann Holzblöcke und alles machen. Ich habe Eisen. So, bei den... für den Basisstarter braucht man nur noch den Kern. Keine Blöcke mehr. Das ist natürlich auch super nice. So, und wenn ich jetzt mal mit der rechten Maustaste auf die Holzblöcke klicke, dann passiert nicht das, was passieren soll. Moment. Dann habe ich das wohl nicht ganz verstanden. Oder das ist beim kleinen Konstruktor ein bisschen anders. Du bist wahrscheinlich den kleinen Konstruktor nicht mehr gewohnt. Ja, da war tatsächlich einmal nur so wenig. Ich stelle den Kern jetzt mal hier einmal auf. Das ist tatsächlich jetzt nur so ein Block. Das finde ich gar nicht mal übel. Vorsicht. Da. Oh. Man stellt also jetzt wirklich nur noch den Kern hin. Oh, guck mal. Der hat hier ein Loch. Das ist natürlich eine super geile Geschichte auch, finde ich. So, und jetzt wollen wir dann mal das Holz angucken. Da mache ich jetzt einfach mal, was bauen wir? Ist egal, ich mache jetzt einfach mal 20. Zumal wir ja auch gleich die Folge schon wieder rum haben. Die haben wir auch schon wieder vor. Schon wieder 22 Minuten. Das ist schlimm, ne? Das geht so schnell. Aber, wenn alles richtig so funktioniert, wie wir das möchten, dann, jetzt habe ich den Kern an der falschen Stelle gesetzt. Ich tapp. Ich sehe auch gerade, die Vorlagen sind schön sortiert. Kannst du filtern, ne? Mhm. Das ist auch neu mit reingekommen. Und das Zerlegetool, habe ich jetzt festgestellt, arbeitet wesentlich schneller. Das ist auch nochmal. So, ich habe den Kern total an der falschen Stelle gesetzt. Ja. Bin ja so ein Tipp manchmal. Der Konstruktor steht jetzt gut hier, ne? Ja, genau deswegen. Ja. Ja, gut, ich bin gestorben in der Folge. Und du hast deinen Kern versaut. Nö, eigentlich nicht. Wir können ihn ja später nochmal umstellen. So, ja, machen wir jetzt. Was natürlich jetzt nicht so schön ist, obwohl, warte mal, machen wir, doch, das geht noch, super. Und jetzt wollen wir einmal ein bisschen Licht machen, guck dir mal die Texturen des Holzes an. Boah, das sieht cool aus. Ist geil, oder? Ja, ein Block, wie viel Holz nimmt man da? Habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Muss mein Konstruktor in meinem reingucken. Das ist doch mal richtig nice. Kann man sich jetzt schöne Holzhäuschen machen, finde ich schön. Das gefällt mir. So, wo war ich denn? Ich glaube hier, ne? Kommt da hin. Und dann ziehen wir hier auch noch eine Reihe vor und dann soll das wohl gehen. Also das ist, ganz ehrlich, das gefällt mir mal gerade richtig gut, was ich hier sehe. Gameplay hat sich natürlich auch unheimlich viel getan. Spawn auf der Heimatbasis ist jetzt da wohl hinzugekommen. Das sehe ich hier. Was haben wir denn noch?
So, in der Bildqualität hat sich nicht viel geändert. Nee, was ich übrigens gesehen habe, ist, man kann sich ja die Rate anzeigen lassen. Da habe ich wohl feste 60 FPS. Ja. Das ist natürlich auch sehr schön. Das ist mal, das ist sehr nice. Also, man kann jetzt eben auch mit Holz, man muss nicht zwangsläufig ein Eisenlager finden, sondern man kann eben auch mit Holzblöcken jetzt arbeiten. Mhm. Finde ich super. Ist die Frage, wie viel die aushalten vielleicht, ne? Ja, ich denke mal natürlich nicht so viel wie Eisen, das ist ganz klar. Aber für einen PvE-Planeten ist das mehr als in Ordnung, finde ich. Und man kann sich eine schöne Hütte machen. Und das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge jetzt ganz schnell Konstruktor und alles fertig machen, um zu gucken, was wir dort alles machen können. Das auf jeden Fall. Und wir werden uns ganz schnell ein Schiff bauen. Und so. Und so. Ja, würde ich so meinen. Es gibt so eine umfangreiche Liste an Veränderungen. Die ist, also ich habe ja hier den Explorer auch, der ist über meinen kompletten Monitor. Ist jetzt aufgelistet. Und wenn ich das hier richtig sehe, habe ich jetzt etwa ein Drittel auf. Von der Gesamtliste. Da kannst du dir vorstellen, was da alle drinnen steht. Das ist ein Hammer. Normalerweise müsste man ein Patch Notes Video machen. Ist aber vielleicht tatsächlich erst dann besser. Oder erst dann zu machen, wenn das wirklich abgeschlossen ist. Wenn sich dann noch irgendwie verändert. Sachen verändern, dass man da nichts Falsches drin hat. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, jetzt habe ich heute mal ziemlich viel gequatscht und auch mal recht wenig. Ich habe dafür die Action gehabt. Ich bin gestorben, du nicht. So. Und in der nächsten Folge, denke ich mal, können wir das auch alle wieder ein bisschen ändern. Das ist, weil ich halt die Liste hier vorhabe. Ich weiß ja, ich hatte sie dir rübergeschickt. Hast du die nicht auch vor dir? Ja, ich habe die gar nicht auf, aber das mache ich für die nächste Folge. Gleich genau. Direkt. Und dann kannst du mal ein bisschen drüber quatschen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und teilt es auf euren Social Media. Richtig. Bis dahin. Ciao. Tschüss, mach's gut.